Hallo Freunde, was geht ab? Ey, ich bin ein reicher Typ, ihr seht, ich habe hier eine fette Villa. Aber ich habe ein riesen Problem, was ich euch jetzt verraten muss. Sprachenlernen Bubble. Ich habe Geldprobleme. Und deswegen will ich ja meine Geldprobleme endlich loswerden und will zum Casino gehen. Denn ich habe noch 7.000, ja okay, 8.000 Dollar. Ja, dieses Geld werden wir jetzt auch im Casino stecken, damit wir so viel Profit machen wie möglich. Denn das Casino muss heute gönnen, damit wir heute einen mega Profit machen und dadurch uns eine neue Villa kaufen können oder sogar ein neues Auto. Das ist hier meine Autosammlung. Wir haben hier einmal ein Turismo, dann noch ein Turismo. Ja, alle so kostenlose Autos, weil die Wohnung, besser gesagt, das Haus war auch sehr teuer. Deswegen habe ich mir erstmal billige Autos geholt. Ich habe noch einen Lamborghini, der im Wert von 300 Millionen in der Garage ist, aber der wurde leider abgeschleppt vom Finanzamt. Also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Ich bin Millionär, Digga. Brokey, Mokey, hau, hi, ha, ha, alles dumme Gerüchte, braucht man gar nicht erzählen. Diese ganzen YouTuber-Goofies, die sowas sagen, ganz ehrlich, absolute Voll-Goofies, werden niemals auf mein Level kommen, ist halt einfach Fact, Digga. Werden auch niemals Main-Character sein, weil ihr habt euch selber klein gemacht. Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal und Tschüssilein. Deswegen habe ich ja so eine Geldprobleme, denn ich habe meine Steuern nicht bezahlt. Deswegen werden wir jetzt zum Casino gehen. Ich hoffe, damit wird es endlich besser. Ihr könnt gerne mal ein Like da lassen und gerne ein Abo da lassen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und natürlich, meine Freunde, könnt ihr natürlich gerne, sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr mehr solcher Videos haben? Ja oder nein? Okay, wir müssen jetzt erstmal zum Casino, denn ich will meine 8.000 Euro all in machen und sehen, ob ich das hier noch ein bisschen Profit machen kann oder nicht. Ich hoffe, ich werde ein bisschen Profit machen. Ich hoffe es, ob es so sein wird, ich weiß es nicht. Und dann werden wir ein richtig reicher Typ, der eine fette Villa hat und ein fettes Auto. Und das Finanzamt weiß davon nur ja nichts, als der Casino, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ist es voll schlau, wenn ich erst Casino gehe. Und ihr wisst doch so, ja? Ist schlau, oder? Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, ist schlau, oder? Alles verpaffen werde im Casino oder ob ich gewinnen werde. Aber ich vermute, wir werden alles gewinnen, weil, naja, ich bin halt der King im Casino. Und ich könnte mir schon vorstellen, so mit 2 Millionen rauszugehen, das wäre schon, ja, eine frische Nummer, sagen wir es mal. So, wisst ihr, wie ich meine? So eine frische Nummer. Okay, wir gehen rein im Casino. Weil ich habe einen Deal bekommen, dass ich einen Bankraub machen kann, um meine Schulden zu begleichen. Aber ich meinte dann so, nein, ich will den legalen Weg gehen. Und deswegen gehen wir jetzt auf Sprachenlernen Bubble. Legalen Weg und spielen Casino. Okay. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier zum Automaten. Und dann werden wir erstmal Feld Casino spielen. Okay, rein da und let's go. Da und wir drehen am Rad. Okay. Komm, Gönn, ich muss aus die Schuldenfalle raus, bitte. Okay, 5000. Ja, okay, okay. 5000 ist sehr gut. Okay, orange, 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 orange. Was für orange? Kirsche, Kirsche. Diamond, Diamond. Oh, was ein Antäuscher. Okay, wir gehen weiter rein. Komm, der muss gönnen. Okay, einmal. Okay, noch einmal. Komm. Alter. Ja! An alle Haters! Was labert ihr? Bam! 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 Okay, noch einmal. Bam! Komm. Er will nicht gönnen, er will uns das nicht gönnen. Das gibt's doch nicht, aber er muss uns gönnen. Ja, okay, 5000, wieder 5000 drin. Okay, okay, wir sind plus minus 0. Auch sehr gut, komm. Ehrenlos. Hier ist der Notgeschlag, was ihr labert! Ihr Haters! Ihr habt keine Ahnung von Geld! Ey, Bruder, der Casino hat dir ja gar nicht gut getan. Der Casino sieht denn aus? Junge! Was ist denn mit dir passiert, Junge? Was ist an deiner Lippe? Ist das Lippenstift? Ich weiß nicht. Bruder, was, wie läuft's? Alles in Ordnung bei dir? Ich hab mein ganzes Geld verspielt, Bruder. Ernsthaft? Bist du pleite? Ja, Mann. Nein, hör doch mal auf. Aber du weißt doch, dass das Casino doch immer gewinnt.
Warte, Bro, eine Runde geht noch. Nein, hallo, bleib mal hier. Nein, 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 nicht eine Runde geht. Komm mal mit. Nein, komm, Bro, mal mit, eine Runde. Eine nein. Runde. Was ein Spielsüchtiger. Bruder. Fuck, Bro. Nein, komm doch mal mit, Digga. Ich gönne dich. Ich hoffe, du verlierst. Ich glaube, ich habe eh verloren. Komm mal mit, Bruder. Ey, wie siehst du denn aus? Du hast ja gar kein T-Shirt an. Schämst du dich nicht? Mir geht's gar nicht gut. Ey, Junge, ich komme hier nicht vorbei. Komm doch mal mit. Willst du dein Geld wieder reinholen? Ja, Mann. Okay, komm mit. Guck mal, ein Kollege von mir hat mir gesagt, der heißt Letzter, der hat gesagt, wir können einen Banküberfall machen. Ja, what? Und damit ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Para. Und ich meinte, ja, ich will einfach Casino gehen, weil ich war selber Minus, Bro. Bei mir war einfach Finanzamt. Und nicht die ApoRed-Finanzamt. Also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Sondern die haben mir alles genommen. Alles, die haben einfach mein Lamborghini genommen. Das war 3 Millionen wert. Bro, mir geht's gar nicht gut, Digga. Mir ist richtig schwindelig und so. Ja, beruhig dich mal. Heu mal nicht so viel herum, sei mein Mann. Red mal nicht. Sei mein Mann, sei ein Mann, Junge. Wir machen jetzt hier den Banküberfall und dann bekommst du dein Geld und dann ist alles wieder gut. Hast du eine Waffe für mich? Wie? Du hast keine Waffe? Ich hab keine Waffen. Ja, gebe ich dir gleich, wenn es soweit ist. Steig erstmal ein, wir fahren los. Gebe ich dir gleich, okay? Wie, ja, du hast keine Waffe. Was hast du denn? Hast du eine Pistole? Ja, ich habe nur eine Pistole. Junge. Das reicht nicht für einen Banküberfall, oder? Nein, eine Pistole auf jeden Fall nicht. Was denkst du, dass sie eine mit einer Spielzeugknarre dann vor dir stehen und sagen, ja, Hände hoch oder es knallt? Ich bin immer fett besoffen. Ja, hört man dann deine Stimme. Das liegt nicht daran, dass du ein Dorfkind bist. Okay, komm, wir fahren jetzt zu mir nach Hause. Und ich garantiere dir, danach bekommst du dein Geld wieder. Und alles wird gut, okay? Aber es gibt ein paar Risiken. Du kannst dich aufwachen, wenn du Pech hast. Und dann bist du für immer weg. Oh. Aber dafür bekommst du Geld. Sei doch gut, oder? Ja, ist ein guter Deal. Ja, okay. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier rein in die Garage. Guck mal. Ey, guck mal, das ist hier meine Villa, Mann. Das ist, guck mal. Hier vorne ist auch eine Zigarette. Und hier ist eine Schaltschrift. Du kannst dich hier mal hinsetzen. Kannst ein bisschen Chili-Milli machen. Guck dir diese Werkstatt an. Wir können 200.000 bekommen. Siehst du die Belohnung? 200.000! Boah. Ja. Also willst du mitmachen? Guck mal, hier ist auch Kleidung. Die Kleidung gebe ich dir gleich. Willst du mitmachen? Ja, Bro, ich bin dabei. Okay, komm, wir gehen rein. It'll be vaguely awkward and disappointing, you know. You probably stick the wrong thing in the wrong part and you'll finish too early and you won't be able to make eye contact afterwards. But new worlds will open up. Something will have changed, you know, new opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. And then you'll feel a little creeped out, but you're going to repress it. Squash it down. And we'll never talk about it, okay? Okay? Okay. First time. Felisa! Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, you come see me, give me the box, and you get paid. Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies. But we all gotta start somewhere. Good luck. Komm, Bruder, wir machen jetzt den Raub. Bist du bist du bereit, Bruder? Jetzt geht's ab. Komm mit. Ja, rein da, Bro. Komm mit. Guck mal, ich habe ja mein Auto extra geholt. Ja, okay, egal. Ist auch ein gutes Auto. Steig einfach ein. Okay, ja, ich bin mein Motorrad. Okay, perfekt. So, let's go. Du hast einen Wegpunkt und ich habe einen Wegpunkt. Ich glaube, bei dir ist der Wegpunkt woanders.
Das sind nur unsere Reserveautos. Denn das richtige Auto steht hier um die Ecke. Wenn du endlich mal ankommst mit deinem Motorrad von Kick. Wann willst du denn ankommen? Heute? Ich bin hingefallen, Bro. Ich bin hingefallen. Ich komme. Hast du ernsthaft mein Auto kaputt gemacht? So aus Versehen. So, steig ein, du musst fahren. Du musst erst einen Wegpunkt fahren, 5 Kilometer. Am besten ordentlich, damit wir keine Sterne bekommen. Und ja. Ein geiler Schlitten, oder? Ehrlich, eine frische Karre, sag ich dir. Ja, hab ich geklaut, ich muss das hier hacken. Ah nein, alles wieder von vorn, nein. Ey. Neustart, komm. Zack. Da oben, zack. Dann runter, danach geradeaus. Da oben. Ich bin gleich fertig mit Hacken und dann geht's richtig ab. Rotation. Ich konzentriere mich jetzt. Ich bin der Punkt. 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 Direkt davor, oh nein. Ich bin der Punkt. Ich bin der Punkt. Ich war der Punkt. Ich bin der neue Punkt. Der Punkt. Ich bin der Punkt. Ich bin der Punkt. Ich bin der Punkt. Öffne das Handy. Okay. Öffne das Handy. Zack. Aktivieren, okay. Es wird ein Virus in der Bank geöffnet. Und? Geil. Dings ist offen. Okay, aussteigen, dann geh unter Maske auf. Okay, rein da. Hände hoch! Hände hoch, Hände hoch! Okay. Okay, let's go. Guck mal, wie die Angst kommt. Krass, Mann. Ich muss das machen. Zack. Ja, ich bin durch. Let's go, rein da. Okay. Ich hab's, wir müssen zurück zum Auto. Ich hab's kaum. Ja, ich weiß, wir müssen zurück. Fahr. Fahr. Ich fahr, Bro. Wir müssen hier abhängen. Okay, hinter uns ein paar Kopf, vor die, einfach oh, durchfahren. Doch. Fahr doch einfach durch! Okay, hinter uns ein Polizeiauto, fahr, noch 800 Meter. Das darf doch nicht wahr sein. Einfach durch da, einfach durch. Genau. Ey, ich lasse dich nie wieder fahren, das ist ja eine Katastrophe. Also wirklich, es ist ja wirklich eine Katastrophe. Noch nie so einen schlechten Typen gesehen mit einem Fahrzeug. Ich habe auch keinen Führerschein, Bro. Ich habe meinen Führerschein im Casino gewonnen. Ja, glaube ich dir sogar. Fahr weiter geradeaus. Stopp! Ja, nice. Das ist ja wirklich ein Ego-Pin. Da ist alles unser Kipp. Ja. Oh Mann, ey. Unser geilen Pin. Ey, wir haben es geschafft. Du hast deine Casino schon wieder drin. White Mode, dein Vater. Bro, ich gehe so fett zum Casino, Digga. Bestanden! Du hast wieder kein T-Shirt, dann konntest du dir keins leisten, oder was? Nö.